Ein herzliches Hallo von mir an euch. Wir sind heute wieder als Killer unterwegs und zwar zeige ich euch heute mal Michael Myers. Und ich nutze dieses Video, diese Aufnahme, als kleine Lehrstunde. Ich spiele heute nämlich den Spiegelmeiers. Ja, ich bin immer selber so schreckhaft, wenn ich gegen Spiegelmeiers spielen muss, weil ich quasi durch Wände sehen kann. Das heißt, die Erschrecker sind auf meiner Seite, hoffe ich. Oh, ich habe die jetzt irgendwie gerade nicht so wahrgenommen. Aber ich glaube, ich muss mich erst auf zwei stalken, damit das mit dem Spiegel funktioniert. Immer die Kate. Wow. Sag mal so, ne? Andere Leute hätten sich hier schon auf Stufe 3 gestalkt. So, da sehe ich sie. Schade. Okay, ich will eigentlich als Spiegelmeiers darf ich eigentlich nicht jagen. Ne? Ich muss eigentlich die Leute jetzt mit Überraschungsangriffen bekommen. Und das versuchen wir. Ist niemand. Schade. Die ist auch direkt wieder hochgeheilt. Tada, Jack, ich habe gesehen, wo du lang bist. Eigentlich habe ich es schon wieder falsch gemacht, ne? Darf ich nicht jagen. Oh Mist, ich hätte warten sollen, dass ich Pop habe. Okay, aber es ist meine erste Runde als Spiegelmeiers. Ich muss ja auch erst ein bisschen üben. Und deswegen hatte ich das ja zum Anfang gesagt. Ich nutze das ein bisschen als Übungsstunde mit euch hier gerade. Weiß auch nicht, wie man die Leute gut findet. Ich glaube, ich hätte einfach auf sie zugehen sollen, weil sie konnte mich nicht hören. Sie ist in der Palette. Und sie kriegt den Flashlight-Line sogar. So, ich muss wieder weg. Ich darf nicht. Oh, warum leckt mein Spiel gerade so dermaßen? Ich darf nicht jagen, ne? Das sage ich ja immer wieder. Wow, ich hatte wieder die Greifanimation. Was? Hallo Spiel, ey, du bist echt. Was ist mit dir los? Du bist kaputt. Und dann konnte ich sie nicht mal schlagen. Ey, das ist. Jetzt jage ich sie doch. Was ich nicht tun sollte. Jack hat sich dort übrigens geheilt hinter dem Generator. Oh, hast du mich erschrocken? Ich war gerade am Stalken.
Okay, ich muss das als Spiegelmeiers, ich muss das noch ein bisschen üben. Ich laufe den Leuten zu sehr hinterher. Ich muss ein bisschen verdeckter eigentlich rumlaufen. Aber dass ich das mit der Klödi da hat mir auch echt so ein bisschen... Warum ging das nicht? Ne, also... Warum kam erst die Greifanimation und dann... Keine Ahnung. Konnte ich sie nicht greifen und nichts. Die ist weggerannt. Balanced Landing? Ich sehe immer die Paletten nicht, beziehungsweise ich weiß auch nie, wo die Paletten so sind. Okay, der ist noch getreten. Alle weg. Die ist bestimmt oben. Kann ich mir vorstellen. So. Hier ist niemand. Was sind denn jetzt die ganzen... Da war jemand. So, Claudette. Krieg wenigstens noch ein paar Punkte. Hier niemand in der Nähe. Jetzt wäre es halt cool, wenn ich Nöt hätte, ne? Der andere ist dort auch gerannt. Sie geht zur Palette. Kate kann sich natürlich jetzt heilen, beziehungsweise wird Kate jetzt ans Tor gehen. Ja, also die wechseln sich jetzt hier ab. Ich guck immer, ob ich irgendwo eine Aura sehe. Ich denke, die sind dort drüben geblieben. Ja. Ich sehe sie jetzt im Ausgang, da ich Blutwächter habe. Sehe ich sie da jetzt im Ausgang stehen. Gucken, ob sie mich noch teabaggen möchten. Ja.
Das sah voll cool aus, das, was der Jack macht. Sieht wirklich aus wie winken. Und sie macht etwas, was gebannt werden kann. Sie hat die Taschenlampe auf ihrem Mausrad. Ich werde dann mal gucken, wer sie ist. Ich glaube, ich werde sie melden. Weil das, soweit ich weiß, ist es verboten. Ja. Ist definitiv ein Banngrund. Ja. Genau. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich wollte nur gucken. Ich gucke gleich, wenn die Aufnahme durch ist, wer die Kate war, damit ich die richtige Person melde. Und ja. Es war meine erste Runde als Spiegelmeiers. Es bedarf einiges an Übungen, dass man nicht in diesen Standard-Killer zurückverfällt, wo man jagen möchte, weil das bringt nichts als Spiegelmeiers. Man muss schauen, dass man den Überraschungseffekt auf seiner Seite hat. Ich habe versucht, dass ich durch diese Map Möglichkeiten habe, mich zu verstecken. Hat nicht so gut geklappt. Ja. Ich übe weiter und vielleicht gibt es irgendwann mal wieder ein Spiegelmeiers bei mir zu sehen. Vielleicht auch nicht. Kommt halt drauf an, ob das ein Killer für mich ist oder nicht. Ich verabschiede mich erstmal aus dieser Runde und wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann hoffentlich das nächste Mal wieder. Macht's gut!